Die Zukunft der Psychopharmakologie wird denen gehören, die erkennen, dass Patienten mit einer bestimmten psychiatrischen Diagnose, zum Beispiel Depression, nicht alle den gleichen Krankheitsmechanismus haben müssen. Bei zwei Patienten, die alle Kriterien einer psychiatrischen Diagnose erfüllen, bei denen alle Symptome, die sie haben, identisch sind, die das gleiche Geschlecht haben, das gleiche Alter, da kann trotzdem der Krankheitsmechanismus ein unterschiedlicher sein. Deswegen wird der eine auf ein bestimmtes Medikament gut ansprechen und der andere nicht. Erst wenn es uns gelingt, mit einem Medikament den im Einzelfall vorliegenden Krankheitsmechanismus gezielt zu heilen, dann ist viel gewonnen. Das ist ja, also verstehe ich das richtig? Das klingt nach einer individualisierten Therapie. Also dass tatsächlich jeder einzelne an Depressionen erkrankte Mensch individuell behandelt werden kann. Und das Schöne ist, das ist keine Utopie. Die Genomforschung hat bereits Erkenntnisse geliefert, wie wir mit Hilfe von genetischen Labortests herausfinden, bei welchem Patienten ein innovatives, spezifisches Medikament wirken wird und bei wem nicht. Die ersten Schritte in die Depressionstherapie sind bereits getan, also eine Depressionstherapie, die sich nicht nur auf die Diagnose stützt, sondern auf ein individuelles Spektrum von Labortests. Das klingt unglaublich innovativ und sehr ermutigend. Gibt es denn schon Beispiele für diese Präzisionsmedizin bei Depressionen? Ich will das gerne an einem Beispiel aufzeigen, wie sich die Erwartungen an die personalisierte Depressionstherapie erfüllen werden. Wir wissen, dass lang anhaltende Belastung durch psychosozialen und körperlichen Stress ein Auslösefaktor für Depression sein kann. Nicht jeder Mensch unter Dauerstress bekommt eine Depression, aber für Menschen, bei denen eine Veranlagung zur Depression besteht, ist eine fortwährende Stressbelastung ein Risikofaktor. Für uns stellt sich die Frage, sind Mechanismen, die bei der Stressbelastung im Gehirn ausgelöst werden, möglicherweise auch daran beteiligt, bei an dieser Erkrankung gefährdeten Menschen eine Depression auszulösen. Unter einer normalen Stressbelastung werden im Gehirn zwei wichtige Moleküle synthetisiert, die unser gesamtes Repertoire an Anpassungsprozessen orchestrieren. Eines dieser Moleküle ist ein Hormon, dessen langen Namen ich der Einfachheit halber mit CRH abkürzen will. Dieses Molekül wird in einer spezialisierten Region freigesetzt im Gehirn und sorgt unter anderem auch dafür, dass das Stresshormon Cortisol in unserem Körper zirkuliert. Das ist außerordentlich wichtig für alle Anpassungen, zum Beispiel auch für die Bereitstellung von Glucose, ein einfach zu brauchender Nahrungsstoff, weil wir ja nicht in der Depression anfangen sollten, also schwere Eiweißmoleküle zu knacken. Das CRH hat aber außer diesen hormonellen Effekten auch andere wichtige Funktionen. Es koordiniert nämlich unser Verhalten, um mit der Stresssituation fertig zu werden. So erhöht es Wachheit, denn in der Stresssituation sollte man nicht schlafen wollen. Wir konzentrieren uns nur noch auf die Gefahr und lassen uns nicht ablenken, auch nicht durch Dinge, die uns Freude bereiten würden. Wir haben Angst und wir haben keinen Appetit, denn auch das würde zur Bewältigung der Stresssituation stören. Das ist ein sinnvolles Verhalten. Aber diese Verhaltensweisen und emotionalen Reaktionen entsprechen ja auch den typischen Symptomen der Depression. Stimmt, was für Parallelen. Bei denen Angst erhöht ist, bei denen eine kognitive Einengung auf depressive Inhalte stattfindet, Freudlosigkeit, Schlafstörungen, Appetitverlust, all das sind ja Symptome, die geradezu Kardinalsymptome der Depression sind. Die Frage war nun, ob solche Veränderungen bei einer Untergruppe von Patienten mit Depression auf eine Überproduktion von CRH zurückgeführt werden kann. Man hat so eine jahrelange Forschung an Patienten, gesunden Kontrollpersonen, an Tiermodellen gegeben und die haben alle herausgefunden, dass das Molekül CRH tatsächlich mit hoher Wahrscheinlichkeit bei vielen Patienten an der Entstehung der Depression beteiligt ist. Wie ein Schlüssel, den man da entdeckt. Ja, ja und nur wir mussten nun herausfinden, wie das im Detail genau geschieht und was man im Krankheitsfall dagegen tun kann. Wie alle Moleküle, die Signale weiterleiten, muss auch das
CAH an einem Rezept am Gehirn binden. Und wir haben dann herausgefunden, welcher Rezeptor das ist. Und zwar, indem wir bei einer Maus durch ein gentechnisches Experiment diesen Rezeptor ausgeschaltet haben. Und diese Maus war in allen Verhaltensexperimenten völlig angstfrei. Also offenbar ist das CAH da nicht in der Lage gewesen, auch wenn wir die Maus gestresst haben, irgendwelche Symptome, die sonst typisch sind für Stress, auszulösen. Die Maus hat mich sogar mal bei einer Presseangelegenheit, da habe ich die auf den Finger gehabt, in den Finger gebissen, bei all den Scheinwerfern. Und das war natürlich sehr spannend. Und die Frage war natürlich, würde ein solches Medikament, das diesen Rezeptor blockiert, weil wenn er nicht da ist, ist es ja wie blockiert, würde es dann auch gegen die Depression beim Menschen helfen. Das klingt wie ein großer Durchbruch. Konnten Sie denn die pharmazeutische Industrie davon überzeugen, ein solches Medikament, das diesen Rezeptor blockiert, herzustellen? Wir waren tatsächlich die Ersten, die eine Studie mit diesem völlig neuartigen Medikament, einem CAH-Blocker, durchführten. Allerdings behandelten wir schwerkranke Patienten, die stationär aufgenommen werden mussten. Wir gaben ihnen, es waren zwei Gruppen Patienten, wir gaben der einen Gruppe die höhere Dosierung, der anderen Gruppe die niedrigere. Und bei der höheren waren die Ergebnisse besser. Das ist immer ein gutes Zeichen. Also die Wirkung scheint da genau, zu sein. Genau, da ist eine Wirkung da. Und das hat dann ausgelöst, dass in allen Ländern wurden solche Studien durchgeführt. Die Pharmaunternehmen in den Vereinigten Staaten, in England, in Frankreich, in Japan und natürlich in der Schweiz haben solche CAH-Blocker hergestellt und Studien durchgeführt, die dann diese Medikamente verglichen haben mit Standardantidepressivum und mit Placebo. Allerdings immer auf der Fährte, dass das ein Blockbuster sein könnte. Es war dann leider so, dass die Ergebnisse niederschmetternd waren. In keiner Studie war der CAH-Rezeptorblocker wesentlich besser als Placebo und er war immer schlechter als das Standardantidepressivum. Diese Studien waren, so wurden sie zumindest eingeschickt, waren negativ. Aber waren sie wirklich negativ? Sie waren doch missglückt, weil man hier Patienten, die eine Depression hatten, einen CAH-Blocker gegeben hat, als hätten alle Patienten mit Depression ein CAH-Problem. Also wie das Gießkannenprinzip. Ja, und wenn in einer Behandlungsgruppe, die CAH-Blocker kriegt, nur, sagen wir mal, 20% ein CAH-Problem hat, dann würden ja die anderen 80% mit dem CAH-Blocker ein für sie unwirksames Medikament bekommen. Also diese Idee, einen Blockbuster zu machen mit dem CAH-Blocker, die war natürlich eine Illusion. Und deswegen haben sich die Firmen weitgehend davon zurückgezogen. Und das war für Sie, Professor Holzbau, sicherlich auch eine große Enttäuschung. Aber wie wollten Sie denn herausfinden, für welche Patienten dieses neuartige Medikament, diese Therapie mit dem CAH-Rezeptorblocker besonders gut geeignet ist? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man ja nicht durch Blutuntersuchung feststellen, ob es in speziellen Hirnregionen einen erhöhten CAH-Wert gibt, oder? Ja, das ist genau richtig. Und das ist auch das Problem. Aber wir gaben nicht auf und überlegten, was können denn geeignete Biomarker, also Labortests sein, mithilfe derer man herausfindet, welcher Patient ein CAH-Problem hat und welcher nicht. Direkte Messungen, wie Sie richtig sagten, sind nicht möglich. Wie könnte der indirekte Weg aussehen? Eigentlich ist es ja ganz einfach. Diejenigen, die auf einen CAH-Blocker angesprochen haben, werden wohl diejenigen sein, die ein CAH-Problem hatten. Und diejenigen, die nicht angesprochen haben, die hatten eben was anderes. Also haben wir uns gesagt, wie unterscheiden sich denn in ihrer Genetik diejenigen, die auf den CAH-Blocker angesprochen haben, von denen, die nicht angesprochen haben. Wir fanden 274 Genvarianten über das ganze Genom verteilt und haben dann mit Methoden der künstlichen Intelligenz, also in diesem Fall dem maschinellen Lernen, einen CAH-Test entwickelt, der mir ansagt, ob der Patient angesprochen hätte,
oder ob er ein CH-Problem gehabt hat. Und dann haben wir Blutproben von einer französischen Pharmafirma, nicht schwer zu erraten, das war Sanofi, bekommen aus einer solchen Studie. Da hatten dann, wir dann diesen CH-Test entwickelt und mit der anderen Gruppe der Blutproben haben wir quasi retrospektiv eine Studie gemacht. Wir haben geschaut, welche Patienten sind CH-Test positiv und welche sind CH-Test negativ. Und dann haben wir uns die klinischen Ergebnisse angeschaut. Und das war wirklich phänomenal. Denn diejenigen, die im CH-Test positiv waren, haben früher angesprochen, haben allesamt besser angesprochen. Und das Wichtigste war, dass 50% von ihnen remittiert waren. Dagegen war in der Gruppe derer, die mit einem Standard-Antidepressivum behandelt waren, wie immer in solchen Studien, nur 25% symptomfrei, also remittiert. Also das klingt nach einem riesigen Durchbruch, nach einem gewaltigen Game-Changer. Die Pharmaindustrie muss doch dann bei Ihnen reihenweise angeklopft haben, oder? Dieses Beispiel, in dem mehr als 20 Jahre Forschungsarbeit steckt, zeigt, wir sind auf dem Weg zur personalisierten Depressionstherapie einen Riesenschritt weitergekommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man immer spezifischere Antidepressiva entwickelt und dann mit einem Labortest herausfindet, welches der verschiedenen innovativen Medikamente im Einzelfall das für den betroffenen Patienten das Beste ist. Ich persönlich bin natürlich von diesen Ergebnissen begeistert und sehe enormes Potenzial für die Zukunft. Die Pharmaindustrie ist aber eine konservative Branche. Da braucht das Wachrütteln schon einige Zeit. Und die bisherigen Enttäuschungen bei der Entwicklung von Medikamenten für Erkrankungen des Gehirns, von der Depression bis zum Alzheimer, waren ja in der Vergangenheit negativ, hat die Branchen mutlos gemacht. Ich glaube daher, dass die großen Innovationen von kleinen Firmen kommen werden, die dann von den großen Firmen übernommen werden. Abschließende Frage, Professor Holzbohr. Was ist Ihr Ziel? Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit erreichen? In meiner aktiven Zeit als Wissenschaftler bei der Max-Planck-Gesellschaft hatte ich das große Glück, gemeinsam mit vielen brillanten Forschern das Fundament für die personalisierte Depressionstherapie zu legen und zu zeigen, wie durch Einbeziehung der Grundlagenforschung die Präzisionsmedizin in die Psychiatrie Einzug halten wird. Ich bin Mitgründer einer kleinen Pharmafirma, die dieses Thema mit Erfolg weiter bearbeitet und hilft, dass alles, was wir erforscht haben und helfen würde, auch bei den Patienten ankommt, denn die warten schon lange. Das ist das eine Ziel. Das andere Ziel ist ein gesellschaftliches und Gegenstand unserer Stiftung. Gerade in diesen Zeiten, in denen die Welt nicht mehr im Lot ist, sind Bedrohungen durch Krieg, Corona, Wirtschaftsflaute, Klimawandel für Menschen mit psychischen Erkrankungen besonders belastend. Während der Pandemie hat laut WHO die Depressionshäufigkeit um 20% zugenommen. Die Depression zählt weltweit zu den häufigsten und hinsichtlich der Belastung für die Betroffenen, aber auch für die Wirtschaft, zu den meist unterschätzten Erkrankungen. Der gegenwärtige Trend zur Polarisierung darf Menschen mit Depression immerhin im Jahr 6% nicht durch Stigmatisierung ausgrenzen. Die Angst vor Stigmatisierung hält viele Menschen davon ab, sich einzugestehen, dass sie krank sind und Hilfe brauchen. Die Folgen einer verspäteten Behandlung sind großes Leid durch Chronifizierung bis hin zur Frühverrentung. Dem müssen wir entgegenwirken. Die Medizin, indem sie immer bessere Therapien hervorbringt und dadurch Vertrauen stiftet. Die Gesellschaft, indem sie dank eines besseren Verständnisses für psychische Erkrankungen negative Klischees gegenüber dem Patienten abbaut. Dedicated to mental health.